Video- und Computerspiele leben von den Geschichten, die sie uns erzählen. Von den großen Abenteuern und den Herausforderungen. Und natürlich auch von den Gegnern, die sie uns entgegenschicken, um sie zu überwältigen. Egal, ob es um 16-jährige Russen im Internet geht oder um wirklich phänomenal spektakuläre Bosse und Endgegner, die über die Jahre hinweg ja teilweise Kultstatus in der Gaming-Szene erreicht haben. Oft sind es Gegner, die halt nicht nur einfach ein Hindernis darstellen, sondern meistens wirklich halt auch eine Herausforderung sind und vor allem meistens ja auch mit einer eigenen Motivation, mit eigener Geschichte daherkommen. Im Endeffekt, wie in jeder guten Geschichte, ist es auch in Computer- und Videospielen so, keine gute Geschichte ohne gute Gegner und Gegenspiel. So einfach ist es. Welche Gegner und welche Bosse man am Schluss aus Videospielen heute noch in Erinnerung behalten kann und die man selber als ja, Kultstatus in irgendeiner Form sieht, das ist so ein bisschen abhängig davon, was man denn eigentlich so gespielt hat und was man so mochte und was man so mag und vor allem eben auch einfach, was man so gespielt hat. Aber einen Endgegner, einen richtig üblen Endgegner, den kennen alle Gamer, egal ob sie auf dem Handy spielen, auf Konsolen oder am PC. Und das, ja, das ist der Kapitalismus. Oder genauer gesagt reden wir hier von der Gier und der Sucht danach, immer mehr Profit zu machen, um Kapitalgeber und Shareholder zufriedenzustellen und das auf Kosten des fertigen Produktes. Ein hervorragendes Beispiel für so eine Luftnummer ist leider das hier. Ja, das ist ein kleiner Ausschnitt gewesen aus dem Trailer zu Warcraft Reforged von Blizzard. Und da geht es im Endeffekt darum, wie es der Name schon sagt, dass das klassische Warcraft 3 ein neues Gewand bekommen sollte. Mit neuen Cutscenes, mit neuen Grafiken und angepasst an die moderne ja, Zeit und Welt, weil das Originalspiel halt über 20 Jahre alt ist. Und bekommen haben wir ja dann das. Ja, geil, oder? Das sieht nicht nur aus wie das 2002 erschienene Warcraft 3, sondern bietet eigentlich auch sonst eigentlich keinen Mehrwert, der eigentlich versprochen wurde. Es gibt keine neuen Cutscenes, es gibt nichts Neues. Und dafür hat man aber zumindest den Online-Modus des klassischen Warcraft 3 gleich mit zerstört. Und das alles gibt's zum super Schnapper-Sparpreis von nur 30 Euro im Battle.net Store von Blizzard. Schon geil, oder? Wenn man ein altes Spiel nimmt und im Endeffekt nochmal neu verkauft und sogar Sachen rausnimmt, die im Klassiker drin waren und im Endeffekt dann ein ja, Spiel nochmal verkauft, ohne dass man mehr Spiel bietet und sogar eigentlich Spiel rausnimmt aus der ganzen Geschichte. Ist das ein geiler Deal. Money, 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 money. Und das ist halt einfach leider ein Paradebeispiel, wie es aktuell auf dem Gaming-Markt läuft. Und man könnte jetzt sagen, ja, es ist halt eine Lappalie, so ist das halt in dieser kleinen Branche. Ja, leider ist diese Gaming-Branche nicht mehr so klein, sondern sie dominiert den weltweiten Unterhaltungsmarkt. Für das Jahr 2023 rechnen Analystinnen und Analysten mit einem Gesamtumsatz weltweit der Gaming-Branche von 334 Milliarden US-Dollar. Für 2027 prognostizieren sie sogar einen Gesamtumsatz von 467 Milliarden US-Dollar. Und das ist, wenn man es in ein Verhältnis setzt, das fast das Doppelte des Bruttosozialproduktes von Portugal. Und das ist immerhin ein Land in der Europäischen Union mit über 10 Millionen Einwohnern. Schon beeindruckend. Und mal zum Vergleich, ja? Die ganzen On-Demand-Video-Services, also Streaming-Dienste wie zum Beispiel Netflix, Amazon Prime oder auch Disney Plus oder Paramount Plus und wie sie alle heißen, hat einen prognostizierten Umsatz 2023 von 160 Milliarden US-Dollar. Und das ganze Thema Musikstreaming, also digitale Musik, macht nur ein Zehntel des Umsatzes aus der Videospieleindustrie. Gaming ist heute halt nicht mehr ein Randaspekt, sondern Platzhirsch im kompletten Unterhaltungssektor. Die Gamerinnen und Gamer, die geben heute an, wohin die Reise geht. Die machen die Musik. Die sind der primäre, ausschlaggebende Punkt für die komplette Unterhaltungsindustrie der Welt.
Ja, und als Gamer der ersten Stunde muss ich sagen, ist es schon irgendwie schön, dass man halt nicht mehr belächelt wird für so ein kleines Hobby irgendwo, wo man der absolute Vollnerd ist, sondern halt heute mehr oder weniger ja, eine große Nummer ist, wenn man es so möchte. Auf der anderen Seite muss man halt aber auch sagen, hat das Ganze auch seine Nachteile. So ist halt die ganze Branche und der Markt heute nicht mehr getrieben von kleinen, durch ja, Kreativität und Innovation getriebene Entwicklerstudios, die in irgendwelchen Garagen sitzen, sondern von großen, milliardenschweren Konzernen, wie eben zum Beispiel Microsoft oder zum Beispiel auch die Chinesen von Tencent oder Sony oder zum Beispiel Activision Blizzard oder Electronic Arts. Und die letzten beiden Namen, die beiden letzten Firmen, also Blizzard, Activision Blizzard und Electronic Arts, die Namen müsst ihr euch für das restliche Video jetzt merken. Activision Blizzard, wie es der Name schon vermuten lässt, ist ein Zusammenschluss von Activision mit dem Mutterkonzern von Blizzard namens Vivendi. 2022 machte der Konzern einen Umsatz von gut 7,5 Milliarden US-Dollar. Und was soll ich euch sagen? Die Geschichte von Blizzard ist seit dem Merger 2008 eigentlich eine Geschichte eines Niedergangs. Von einem Fall vom Olymp, wie man sich nicht vorstellen konnte. Denn Blizzard in den Nullerjahren war eine legendäre Software-Schmiede, die eigentlich nichts falsch machen konnte. Die so Sachen rausgehauen haben wie halt eben Warcraft 3, Diablo 2 und dann auch später World of Warcraft. Dieses Firma war das Nonplusultra des Gamings. Und jetzt seit dem Merger sind sie im Endeffekt sowas wie ein Treppenwitz der Gaming-Branche. Zuletzt sehr, sehr deutlich durch einen inzwischen Zeit ja schon zu Meme gewordenen Clip, der damals entstand, als Blizzard eine Mobile-Version von Diablo herausbrachte mit dem Namen Diablo Immortal. Hey, just was wondering, is this an out-of-season April Fool's joke? No, it's a fully fully-fledged Diablo experience on mobile. Ja, und was soll ich sagen, als Fan von Blizzard aus den Nullerjahren, im Endeffekt muss ich sagen, hätte man schon fast die Hoffnung, dass alles, was Blizzard in den letzten 10, 15 Jahren gemacht hat, mehr oder weniger ein April-Scherz war. Ist es aber leider nicht. Was Blizzard halt macht, ist die Jagd, wie alle großen Konzerne, nach dem schnellen Geld und nach zusätzlichen Monetarisierungsmöglichkeiten. Money, 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 money. Und ein trauriges Highlight war dann auch das Release von Diablo 4. Wo dann endlich alle die Hoffnung hatten, dass Blizzard ein bisschen zurückfindet in die eigene Spur und dann doch bewies, dass sie scheinbar nicht mehr in der Lage sind, Spiele zu programmieren, die wirklich Spaß machen. Und dann zu einem Überfluss schickte das Studio oder der Entwickler, der Publisher, ist ja alles das gleiche heutzutage, zwei Entwicklerinnen nach vorne, die dann erstmal bewiesen, dass sie keine Ahnung haben von dem Spiel, was sie entwickelt haben. So, I hopped into one of those. I have died. Hold on. I can go get it. Besonders verstörend an dem ganzen Streamer und dem Video, was dann Blizzard selber hochgeladen hat, ist eigentlich die Tatsache, dass die nicht nur mit dem Controller spielen, was ja heute okay ist, sondern dass die da die meiste Zeit nur die Standardangriffe ihrer Charaktere benutzen und nicht die vielen Sonderangriffe, die eigentlich super wichtig sind in Diablo. Entwickler, die das Spiel nicht verstehen, was sie selber von Grund auf mitentwickelt haben, oder zumindest entwickelt haben sollten, das ist schon irgendwie ein Armutszeugnis, oder? Schreib mir einen Kommentar, was du denkst. Aber wo wir gerade von einem Armutszeugnis sprechen. All you gotta do is play. That's what brings us closer. Closer to each other and closer to the world's game. I don't need to tell you that though. You're part of this. Always have been. And you're in good company. Welcome to the club. Ah ja. FIFA. Oder wie es seit neuestem heißt, FC24, weil sich EA, also Electronic Arts, mit dem Fußballverband FIFA nicht mehr auf eine Lizenzierung einigen konnten. Also hat man das Ganze genommen, umbenannt und FC24 genannt. Aber am Ende, Leute, FIFA bleibt immer FIFA und bleibt der FIFA-Formel treu. Also möglichst wenig verändern. Im Endeffekt nur marginale, kaum spürbare Anpassungen machen, die Kader aktualisieren und das wieder zum Vollpreis im kommenden Jahr verkaufen. Funktioniert seit, ja, im Endeffekt EA angefangen hat, mit FIFA 06 einfach hochzuzählen. Also, von FIFA 06 bis FIFA
24 bzw. FC 24 war jetzt ein langer Weg und die Spiele haben sich von den jeweiligen Jahren zueinander eigentlich kaum weiterentwickelt. Einer der führenden Köpfe hinter dieser schlauen Entscheidung von EA war John Riccitiello, der von 97 bis 2004 und von 2007 bis 2014 CEO, also Geschäftsführer von Electronic Arts war. Unter seiner Rigide, unter seinem Kommando kam dann auch Ultimate Teams in FIFA hinein. Das ist im Endeffekt eine Glücksspielmechanik, wo Leute dann für echt Geld sich eine künstliche Währung kaufen, um damit dann quasi wie bei Sammelkarten Booster-Packs aufreißen, in der Hoffnung, dass da tolle Spieler drin sind, mit denen man dagegen andere spielen kann. Und das Beste war damals, mit Hilfe von Streamerinnen und Streamern wurde das Ganze dann auch breitgetreten, beworben, vermarktet und zusammen brachte man eine neue Form der Glücksspielsucht in die Kinderzimmer dieser Welt. Großartig. 92,1 Millionen Coin. Ich möchte das beste Team der Welt haben. Ich war oft in der Rangliste Platz 3 und 2, nie auf die 1 gepackt. Jetzt könnten wir es auf die 1 packen. Jetzt sind wir wieder da. Der Account hat 26.000 Euro gekostet. Macht es auf gar keinen Fall zu Hause nach. Das ist unfassbar dämlich. Das ist völlig krank. Das ist absurd. Ja, ja. 26.000 Euro für FIFA auszugeben. Das ist nicht nur dumm und dämlich. Das ist so bescheuert. Dafür gibt es eigentlich gar kein Adjektiv. Das ist unfassbar blöd, weil im nächsten Jahr ist es doch schon wieder scheißegal und komplett nichts mehr wert. Aber lasst euch nicht täuschen, diese ganzen Streamer und YouTuber, die so diese ganzen Geschichten machen mit, hey, schaut mal, wie viele Packs ich aufmache und damit ihr andere versuchen zu verleiten, zu sagen, hey, mach doch du das auch, das macht super viel Spaß. Naja, die machen das im Endeffekt ja auch nicht unbedingt im luftleeren Raum. Die sind gesponsert, die sind unterstützt, die zahlen nicht so viel, wie sie behaupten, für ihre Packs. Die haben riesige Rabatte oder kriegen zumindest die Kosten, die sie haben, wieder erstattet. Sinn und Zweck der Übung ist im Endeffekt nur, euch dazu bringen, auch digitale Währungen zu kaufen in den Spielen, die losgelöst sind vom Euro-Wert oder vom Dollar-Wert. Damit ihr die Relation und das Verhältnis zum Echtgeld verliert. Weil 1000 FIFA-Punkte sind leichter ausgegeben als 10 Euro. Oder was weiß ich, 8 Euro. Und damit ist dann irgendwie so, dass man sagt, naja, ich habe 30.000 Punkte, das kann ich schon mal ausgeben, die habe ich ja jetzt. Wenn man aber sagt, hey, das sind 36 Euro, das wäre ein ganz anderes Verhältnis. Und ja, ich habe das jetzt nicht nachgerechnet, ne? Das sind nur beispielhafte Zahlen. Ihr könnt das gerne in den Kommentaren mal nachrechnen, wie viel man eigentlich für FIFA-Points wirklich ausgibt. Ich finde es voll krass. Aber wisst ihr was? Die Übung mit diesen ganzen Fake-Währungen, mit diesen Streamern, mit diesen Influencern, mit diesem ganzen Quatsch. Der ganze Sinn dieser Übung ist nur, ein paar leicht beeinflussbare junge Menschen dazu zu bringen, vielleicht mit Papas Kreditkarte ein paar Points zu kaufen, vielleicht auch sehr viele Points zu kaufen, um sich dann vielleicht Cristiano Ronaldo aus irgendeinem komischen digitalen Booster-Pack zu ziehen. Und wisst ihr, was das beeindruckend ist? Die Vermarktung von Glücksspielen in Streams. Und das Zeigen von Glücksspielen in Streams ist inzwischen verboten. Das gilt aber nicht für Videospiele. So, und damit haben wir jetzt eine ganz neue Form von Glücksspielsucht entwickelt, oder? Großartig. Vielleicht ist das ja deswegen auch nicht verboten, weil man keinen monetären Gegenwert bekommt bei der ganzen Geschichte, weil wenn ich im Casino spiele, dann kann ich ja theoretisch Geld gewinnen. Wenn ich mir aber ein FIFA-Pack für FIFA-Points kaufe, dann habe ich am Schluss einfach nur digitalen Mist. Und im nächsten Jahr kommt das nächste FIFA raus und alles, was ich habe, ist für die Katz. Also gut, für euch für die Katz, weil für die Konzerne, gerade für EA zum Beispiel, ist das Ganze natürlich ein geiles Geschäft. 2021 machte der Konzern, also EA, mit sogenannten Mikrotransaktionen, was im Endeffekt eben diese ganzen Glücksspielgeschichten mit beinhaltet, mehr Umsatz, mehr Gewinn vor allem, als mit dem Verkauf von Vollpreisspielen. Die haben also mehr verdient dadurch, dass irgendwelche armen Kinder mit der Kreditkarte vom Papa ein paar Karten aufmachen, als dass sie wirklich FIFA-Spiele verkauft haben. Das muss man sich mal vorstellen. Oder anders gesagt, Konzerne wie EA verdienen heute mehr Geld damit, unfertige, halbfertige Spiele auf den Markt zu werfen, da Glücksspielmechaniken einzubauen und zu versuchen, möglichst viele Leute zu motivieren, da immer wieder Geld auszugeben, als dass sie wirklich verdienen würden mit dem Verkaufen von guten Spielen, die sie halt einfach für den Vollpreis verkaufen. Muss man sich mal vorstellen. Und diese Entwicklung geht eben zurück auf John Riccitiello, der zum Beispiel 2022 dieser ganzen Monetarisierungswahnsinn die Krone aufsetzte, indem er sagte, jeder Entwickler, der seine Spiele nicht herum um Monetarisierungsmöglichkeiten entwickelt, sei ein, Zitat, fucking
Idiot. Zudem prägte rezitiell und zum Beispiel auch die Aussage, dass man theoretisch Spielern vom Battlefield zum Nachladen ja im Endeffekt einen Preis dranhängen könnte. Also, dass man einen Geldbetrag verlangt fürs Nachladen der digitalen Waffen im Shooter Battlefield. Das würde dann ungefähr so für Rizzitiello wohl klingen. Ja. Und seit 2014 ist es Rizzitiello Chef von Unity Create, der Firma, die nicht nur die gleichnamige Engine Unity vertreibt, sondern sie auch entwickelt. Und für alle, die jetzt ein bisschen Fragezeichen vor der Mattscheibe haben, Unity ist eine Engine für Spieler, also eine Game Engine. Und jedes Spiel, jede Software im Endeffekt braucht ein Grundgerüst. Und das sind im Endeffekt die Engines für Videospiele. Da drin wird also zum Beispiel auch die ganzen Berechnungen gemacht. Da sind die ganzen Sachen hinterlegt, wie zum Beispiel eben Spielerfiguren, Grafiken und alles mögliche, Sounds, da wird alles zusammen kombiniert, da kommen die Logiken her. Ohne eine Engine gäbe es kein Spiel. Und gerade Unity ist für kleinere Softwareentwickler, für Indie-Spiele schmieden, die also keine großen Publisher vor der Nase haben und Leute, die generell entweder gerade einsteigen oder eben nicht viel Budget haben für die Spieleentwicklung, eine sehr beliebte Anlaufstation, weil sie eben sehr flexibel, sehr individuell und dabei sehr kosteneffizient ist. Aber das wird sich jetzt ändern, weil Rizzitiello hat einen großartigen Plan. Money, 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 money. Genau, denn Rizzitiello hatte jetzt die Idee, mit Unity eine sogenannte One-Time-Fee einzuführen. Das heißt im Endeffekt nichts anderes, als dass jeder Entwickler, der ein Spiel hat, basierend auf Unity, was über 200.000 US-Dollar Profit gemacht hat, beziehungsweise Umsatz gemacht hat, oder aber 200.000 Downloads erreicht hat. Ab diesem Punkt würde dann Unity Create, also die Hersteller von Unity, für jede weitere Installation 20 Cent verlangen von den Entwicklern bzw. von den Publishern, wenn man zum Beispiel eben ein Spiel runterlädt in einem Abo-Modell, wie zum Beispiel der Xbox Game Pass. Dann würde man nicht zu den Entwicklern gehen, aber zum Beispiel dem Anbieter des Abo-Modells. Und würde dann sagen, hey, für jede Installation 20 Cent bitte. Und das ist halt ein absoluter Wahnsinn, wenn ich mir überlege, ein Unity-basierendes Spiel wie zum Beispiel Among Us, was ich ungefähr auf 5 Mobilgeräten und 4 PCs installiert hatte über die Laufe der Zeit, um immer mit diversen anderen Leuten zu spielen, das hätte halt schon irgendwie allein den Herstellern über 1 Euro gekostet. Ich alleine. Ihr seht schon, das ist für kleine Indie-Entwickler und kleine Studios eine unfassbar beschissene und fürchterliche Nachricht, weil das einfach ihre Lebensgrundlage ja zerstört und gefährdet. Und da ist es halt eben kein Wunder, dass die jetzt wirklich Sturm laufen und einfach auch schon ihre Userbase dazu auffordern, kauft das nicht mehr, installiert das nicht mehr oder sogar ankündigen, 2024 Spiele komplett vom Markt zu nehmen, um das Risiko so einer Steuerung durch Unity zu entgehen. Sofern es aber der Druck auf Unity Create und Rizzitiello war am Schluss so groß, dass man sich entschuldigt hat dafür und gesagt hat, okay, man überdenkt dieses Abo-Modell nochmal. Stand heute, als ich dieses Video jetzt aufnehme, war aber noch nicht final geklärt, wie die Monetarisierungsabsichten von Unity sich weiterentwickeln werden, weil, das gehört auch zur Wahrheit dazu, Geld muss das Unternehmen dennoch verdienen, weil es war bis jetzt nicht wirklich profitabel. Aber es ist vielleicht der falsche Weg, den sie jetzt beschritten haben und da werden sie jetzt nochmal an einer Lösung feilen müssen. Aber an dieser Geschichte sieht man eigentlich eine absolute Fehlentwicklung. Hervorragend, deswegen habe ich sie auch erzählt. Es geht heute nur noch um Monetarisierung. Es geht nur noch darum, Geld zu verdienen. Klar, man muss Geld verdienen, um zu leben. Das ist keine Frage. Wir alle müssen Geld verdienen. Die Frage ist nur, wo sind die Grenzen? Und vor allem, was wird dann eher in den Mittelpunkt gerückt? Und da ist es halt einfach so, dass man immer mehr dahin geht, dass halt Spiele, also Kulturprodukte, die ja eigentlich Spaß machen sollen, die Unterhaltung sind, die Unterhaltungsmedien sind, der Unterhaltungswert nicht mehr an erster Stelle steht. Und der Erfolg eines Spiels bemisst sich heute nicht mehr an seiner Qualität, weil eben Verkaufszahlen nicht so wichtig sind. Und wir müssen aufpassen, dass es eben keine Fehlentwicklung in der Branche gibt, dass dann am Schluss nur noch die ganz Großen, das sieht man ja am Fall von Unity jetzt, es sich leisten können, am Schluss Spiele zu entwickeln. Wie es zum Beispiel jetzt schon in Film und Fernsehen der Fall ist, dass eigentlich den initialen Kostenaufwand zur Herstellung eines wirklich guten Films eigentlich nur noch ganz, ganz wenige überhaupt tragen können und dann quasi so diese crowdgefundeten kleinen Filmchen eigentlich wirklich Ausnahmen sind. Das ist in der Videospielebranche noch anders. Sieht man zum Beispiel am belgischen Entwicklerstudio Larian Studios, die
ja, also verhältnismäßig kleinen sind und dennoch ein unfassbar gutes Spiel rausgehauen haben wir das erst kürzlich mit Baldur's Gate 3. Das ist unfassbar gut und hat keinerlei Mikrotransaktionen und sonstige Kosten. Das zahlst du einmal und dann gehört es dir und dann ist es da. Das ist ein großartiges Spiel und ich sag's euch, wenn dieses Spiel nicht Spiel des Jahres wird, dann sind diese ganzen Preisverleihungen auch gekauft. Ja, ihr seht schon, es gibt eben noch diese Lichtblicke in der Branche. Eben zum Beispiel Baldur's Gate 3. Aber zum Beispiel, was ich auch immer gern sage, ist zum Beispiel das Spiel No Man's Sky. Die haben zwar genauso gestartet wie die ganzen anderen schlimmen Beispiele, aber die Entwickler dahinter haben dieses Spiel wirklich nicht aufgegeben und haben es immer weiterentwickelt. Und es ist heute wirklich ein unfassbar gutes Spiel geworden. Und das muss man auch mal fairnesshalber sagen. Es gibt halt nicht nur schwarze Schafe, aber sie werden natürlich so überstrahlt von diesen ganzen Upcash-Unternehmen, wie es eben zum Beispiel FIFA ist, also EA mit FC24, wie es jetzt richtig heißt, die werden dann wahrscheinlich wieder viel, viel mehr Geld verdienen mit ihren Glücksspielmechaniken. Und das ist halt echt, ja, scheiße. Wisst ihr, wenn wir aufhören würden, nur aus Gewohnheit zu konsumieren, wenn wir aufhören würden, einfach nur Namen hinterherzulaufen, und wenn wir aufhören würden, ja auch Pre-Orders zu kaufen, und wenn wir anfangen würden, Spiele zu boykottieren, die so Mikrotransaktionen und vor allem Casino-Mechaniken beinhalten, dann wäre eben heute der ganze Markt ein anderer. Und der große, böse Kapitalismus wäre nicht der Endgegner, der wahrscheinlich gerade gewinnt, sondern höchstens ein Randaspekt der ganzen Geschichte. Wir haben das Ganze ebenso aufgebaut. Wir haben dafür gesorgt, dass der Kapitalismus der Endboss ist, der uns besiegen wird. Und das ist halt leider unsere Schuld, muss man so sagen. Und so blöd es klingt, steckt da aber auch die gute Nachricht direkt mit drin. Wir haben es nämlich in der eigenen Hand, das zu verändern. Mit unserem Konsumverhalten. Wir können abstimmen mit unserem Geldbeutel in der Hand. Und wir können sagen, was wir gut finden und was wir nicht gut finden. Und da müssen wir halt dann manchmal auch sagen, okay, ich renne jetzt nicht in jedem Hype hinterher, ich lasse mich nicht immer hochhypen, sondern ich kaufe das halt dann nicht. Oder ich schaue es mir halt dann erstmal an in Tests, wie es ausschaut und ich unterstütze nicht, wo Casino-Mechaniken drin sind. Ich kaufe zum Beispiel jetzt auch keine Spiele mehr, wo Casino-Mechaniken drin sind. Es ist einfach so, es ist ein Abstimmen mit dem eigenen Konsumverhalten. Aber natürlich interessiert mich auch deine Meinung. Wie siehst du das Ganze? Denkst du auch, dass wir hier ein gewaltiges Problem haben in der ganzen Unterhaltungsbranche, in der ganzen Gaming-Branche im Endeffekt und was ja im Endeffekt der größte Markt ist in der Unterhaltungsbranche der Welt? Oder siehst du die Entwicklung eigentlich ganz in Ordnung hin zu einer Hollywoodisierung des Ganzen? Schreib mir mal einen Kommentar, würde mich sehr interessieren, wie du das siehst. Und vor allem würde mich mal interessieren, welches Spiel hast du zuletzt gekauft? Mit dem warst du dann auch zufrieden mit dem Spiel? Also ich habe zuletzt jetzt, wenn man so will, Starfield im Xbox Game Pass gekauft und wollte es mir mal anschauen und habe es aber nach 2 Stunden wieder ausgemacht, weil es mich einfach nur genervt hat, weil es so seelenlos, so leer ist, so... ja, so langweilig ist. Und hab dann wieder Baldur's Gate angemacht. Aber wie gesagt, würde mich mal interessieren, wie es dir aktuell geht, was du aktuell spielst. Hast du vielleicht FC24 vorbestellt? Schäm dich. Und wenn du jetzt nicht sofort weiterspielen willst, wie wär's mit einem weiteren Video, was du hier finden kannst? Da geht es nämlich um das Scooby-Doo-Remake Velma, was auch sehr, sehr viele Leute extrem hassen. Schau da gerne auch mal rein, ist sicherlich auch ein Zeichen für eine Fehlentwicklung in Hollywood und in den Medien generell. Und ja, wenn es dir gefallen hat, wenn es dich interessiert hat, wenn du was mitgenommen hast aus dem Video, lass mir doch ein Abo und ein Like da, würde mich sehr, sehr freuen. Dann sehen wir uns nämlich bald wieder. Bis dahin, bleib untot, der Wolfi.